Und jetzt zu Gast bei mir auf der Bühne Patrick Möllmann und Kevin Lahn. So, kriegen wir noch so einen kleinen Applauschen. Nein, so, Tobi muss noch ein bisschen hinten ja Autogrammjäger befriedigen, da fangen wir mit dir schon mal an. Patrick, 2-1 gegen den FC Homburg, den Tabellenvierten hier zu Hause geschlagen. Das ist ein Ergebnis, auf das man, glaube ich, ein bisschen stolz sein kann, oder? Ja, wir haben uns vorgenommen, aus den letzten 3 Spielen 9 Punkte zu holen. Jetzt haben wir 2 Spiele hinter uns, haben 6 Punkte erreicht. Jetzt haben wir noch ein Spiel und dabei waren noch 3 Punkte. Und dann denke ich, können wir auch zufrieden in die Winterpause gehen. Ne? Dann lass uns noch so ein klein bisschen das Spiel Revue passieren. Wie betrachtest du die Begegnung im Nachhinein? Ja, wir haben ganz klar einen Plan bekommen vom Trainer, dass wir vorne alles zustellen sollen, auch vielleicht ein bisschen Risiko das Ganze. Aber ja, wir sind 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz und haben das dann gut gelöst. Vor allem in der ersten Halbzeit war es sehr gut, bis auf das späte Gegentor in der 44. Minute. Aber war für mich auch klares Vorspiel an Stefan Haben. Und ich denke, wenn das Tor gar nicht fällt, dann spielen wir das in der zweiten Halbzeit locker runter. So sind wir in der letzten Viertelstunde nochmal ein bisschen in Bedrohung gekommen, aber haben das ganz gut gelöst. Und ja, auch Kevin Lahn, ja, hat auch mal gekämpft erneut, ja, und dann läuft es auch. Ach nein, wir fangen vielleicht mal mit euren Toren an. Doppelschlag, ich hatte den einen Torschützen noch gar nicht zu Ende gefeiert, da fiel schon das 2:0, habt ihr den Gegner kalt erwischt, oder? Ja gut, das war ja perfekt, dass wir dann 2 Tore hintereinander gemacht haben, 2 schnelle. Und der hat uns ins Spiel gebracht. Ich fand, wir haben von Anfang an gut gespielt, wie Nonne schon sagt, 1 gegen 1 auf dem ganzen Platz. Hat gut funktioniert. Aber dann, wie er es auch schon angedeutet hat, so kurz vor der Pause noch den Anschluss zu kriegen, ist ja immer ein bisschen gefährlich. Dann weiß man, die geben dann nochmal alles in den zweiten 45 Minuten. Was hat der Wangi in der Kabine gesagt? Ja, wir sollen so weiterspielen, wie wir es die ersten 45 Minuten gemacht haben. Und dann schießen wir die aus dem Stadion. Hat jetzt nicht ganz funktioniert, aber mit dem 2:1, ja, können wir dann leben. Aus dem Stadion schießen, okay, vom Ergebnis zwar nicht, aber immerhin 3 Punkte. Am Ende war es dann auch eine recht hitzige Geschichte. Wie habt ihr das aus eurer Sicht gesehen? Ja, hitzig ein bisschen vielleicht, gell? Aber was soll ich dazu jetzt sagen? Das passiert ab und zu mal, gell? Gehört dazu, Emotionen nach dem Spiel ist alles vergessen. Und Hauptsache, wir haben die 3 Punkte, da kann es dann nochmal hitzig zur Sache gehen. Nehme ich gern mit. Wir sprechen mal kurz über ein paar knifflige Situationen. Der Elfer aus eurer Sicht? Ja, lächerlich. Habt ihr euch schon mal Fabrice bedankt, dass er den auch pariert dann hat? Ja, das war ja selbstverständlich, dass er den dann hält. Muss er wie im Training machen, er hält auch jeden. War klar, dass er hält. Die Homburger haben einen bekommen, ihr nicht. Ärgerlich darüber? Ja, ich denke mal, bei Arne Chaka war es bestimmt auch einer. Ja, der Kollege sagt sogar, ja, dann stimmt es auch 100%. Nee, aber wie gesagt, haben wir auch so gesehen. Ja, aber der Schiedsrichter, ja, die Schiedsrichterleistung ist manchmal auch schwer für einen Schiedsrichter, wenn er mal nicht ab und zu richtig steht, auf der richtigen Höhe ist, dann ist es bestimmt auch schwer, auch wenn es so ein hitziges Spiel ist, dann muss man das akzeptieren, aber ich sage immer, so unfair, wie die dann zum Schluss gespielt haben, wir spielen den Ball zurück und die spielen den dann so, dass sie gleich wieder kämpfen können. Ich denke mal, Gerechtigkeit zahlt sich aus und wir haben das uns in der Trainingswoche hart erarbeitet und von dem her, sage ich meistens, verdient der Sieg für uns. Ja, wir fahren auf Offenbau, um zu gewinnen. Geben so 2 Siege dann auch richtig Rückenwind? Nehmt ihr da so einen besonderen Schwung mit hin? Ja, Rückenwind. Wir hoffen natürlich auf die Fans, dass die uns zahlreich unterstützen in Offenbach. Das wird kein leichtes Spiel. Die sind bestimmt in Überzahl. Aber ich sag mal, wenn wir da mit einer guten Kulisse hinkommen. Und ich denke mal, da kriegen wir bestimmt den einen oder anderen zusammen. Ich habe gehört, so ein Fanzug soll gemietet sein. Und gucken wir einfach, dass wir da eine geile Stimmung haben. Und dann rockt man das, ne? Ein Sonderzug für Zugang. Lass uns doch einfach mal auf Wendorf einspielen. Ja, wir ziehen mal los. So kann das doch mit Offenbach gar nicht schief gehen, oder? Ey, ich glaube, die fahren heute schon los und hängen alles auf. Ja. Ey, dann sind die heiser in einer Woche. Wir sind ja ein bisschen schön. Lass uns einfach mal, auch wenn noch ein Spiel aussteht, so ein kleines Saison-Zwischenfazit ziehen. Kurz vor Weihnachten, wie betrachtet ihr die bisherige Spielzeit? Ja gut, am Anfang, wir sind schlecht in die Saison gekommen. Aber mittlerweile geht es ja bergauf, wie man sieht. Und ja, kann nur weiter nach oben gehen. Was ist drin in der zweiten Hälfte?
Ja, ich denke mal, jetzt der Wangi, das ist seine erste Vorbereitung mit uns, komplett. Und dann werden wir noch die ein oder anderen Dinge ein bisschen verfeinern. Und ich denke nicht, dass wir einbrechen werden. Da bin ich fest von überzeugt. Da kommt noch was. Es kommt noch was. Hier steht Weihnachten vor der Tür. Ganz kurz noch die Frage, wie wird das bei euch gefeiert? Geschenke schon alle beisammen oder macht ihr so Endspurt-Shopping? Ja, Geschenke habe ich bis jetzt noch gar keins. Der Kevin... Für 10 Euro. Ja. Ja, ich denke mal, Kev und ich, wir gehen zusammen, oder? Kev? Vielleicht einfacher, weil der hat ja keinen Geschmack, deswegen ist es eine, dass die Familie da ein paar gescheite Geschenke bekommt. Ich helfe ihm da und ich denke, wir finden da schon das ein oder andere Geschenk. So, du kannst jetzt kontern. Dazu sage ich nichts. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Ausharren und euch danke fürs Kommen und viel Erfolg in Offenbach und schön mitfahren. Danke, ciao, ciao. Auswärts! Auswärts!